Heute haben wir mal wieder einen Award zu verleihen und zwar 50.000 Euro in einem Monat abgeschlossen. Und dieser Award, der geht an Sören Murmann. Was wir uns heute in diesem Interview anschauen werden ist, wie hast du es eigentlich geschafft, von 25.000 Euro auf über 50.000 Euro zu kommen? Bevor wir loslegen, Sören, vielleicht willst du noch mal kurz sagen, wer bist du, was machst du eigentlich mit deinem Angebot? Also ich bin Sören Murmann von Murmann Media und wir helfen Coaches, Beratern, Agenturinhabern und Dienstleistern dabei, sich mal richtig zu zeigen mit Videomarketing, also alles, was dazugehört, weil die Schwierigkeit ist ja genau bei diesen Gruppen, du kannst Qualität nicht richtig sichtbar machen, weil du hast kein physisches Produkt und genau da setzen wir an. Ja, fantastisch. Videomarketing, das wird immer wichtiger. Hier haben wir auch nochmal als Dummy eine Kamera stehen. Ja, Sören, bevor wir zusammengearbeitet haben, wie war eigentlich so eure Ausgangssituation? Bei uns war das so, man hat noch so ein bisschen nach dem nächsten Trend gesucht, womit man vorankommt. Ich meine, heutzutage gibt es wirklich super, super viel. Also du kannst ja reine Kaltakquise machen, du kannst Reports raussenden, du kannst auf irgendwelche Messen gehen, die es jetzt auch wieder gibt mit einem Stand und so weiter. Du überlegst so, gibt es da jetzt irgendwie so einen magischen Trick oder so und du willst mal Klarheit bekommen, was mache ich denn jetzt als nächstes Step für Step? Und da war ein ziemliches Gewusel bei uns, einfach weil man irgendwie alles machen wollte und dann hast du nichts davon richtig durchgezogen, hast mal was ausprobiert und nach ein paar Wochen gesagt, okay, wir müssen wahrscheinlich die Strategie ändern, obwohl man vielleicht diese eine Sache noch gar nicht richtig so gemacht hat. Ja, verstehe. Also das ist ja eigentlich recht typisch. Also zusammengefasst einfach alles ausprobiert und geschaut, funktioniert irgendwas, aber irgendwie hat nie nichts davon so richtig geklappt. Ja. Also Sören, du hast gesagt, ihr habt viele Sachen ausprobiert, aber wo wolltet ihr eigentlich hin? Was war denn eigentlich so das Ziel? Das Ziel war, mal irgendwie Klarheit reinzubekommen, dass du nicht immer denkst, ja, das könnte ich ausprobieren, sondern dass jemand mal hergeht und in dieses Gewusel Klarheit reinbekommt, dass man weiß, okay, das ist jetzt der Fahrplan, wir machen jetzt das nach dem und bekommen auch so ein bisschen mal so Ruhe rein durch diesen Fahrplan, dass man dann ganz genau weiß, jetzt wird das gemacht und da wollen wir hin. Also das heißt immer so, dass einfach Klarheit drin ist, was der nächste Schritt ist. Genau. Und hattet ihr da auch so Umsatzziele? Also hast du gesagt, ich möchte jetzt zum Beispiel mal hier auf die 50.000 kommen? Also was klar war, dass wir jetzt mal von diesen 20.000 im Monat ein bisschen weg wollen, weil wir auch wussten, da geht schon mehr, aber so wie so eine gläserne Decke hatten, dass wir das immer wieder gehabt haben, Monat für Monat tatsächlich extrem konstant, aber irgendwie über 20, 25, das war dann doch so eine magische Grenze. Ja, verstehe. Also das heißt, da seid ihr immer wieder hingekommen, aber irgendwie ging es halt nicht so wirklich drüber hinaus. Ja. Und also diese Gläser an der Decke bei 20, 25.000 Euro, was habt ihr denn da so versucht, um da einmal so durchzubrechen? Ich habe den Denkfehler gehabt, dass ich gesagt habe, okay, dann brauchen wir einfach mehr Kunden und habe dann auch so gemerkt, okay, ich fange an, wieder andere Preise zu nehmen, Preise, die ich so gar nicht nehmen möchte, wo ich weiß, da verdienen wir nicht wirklich dran, einfach um im Kopf oder im, sag ich mal, Buchhaltungsprogramm da mal wieder so einen Peak zu sehen. Und dann kommst du halt schnell in so eine Abwärtsspirale, dass du dann sagst, okay, du nimmst lauter Kunden an, die sich gar nicht lohnen. Dann hast du super viel Aufwand im Fulfillment, machst vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber das steht dann gar nicht mehr in Relation zu dem ganzen Stress, den du dann hast im Fulfillment, um auch diese Kunden happy zu machen. Dann ging das kurz in eine Richtung, wo ich so gar nicht hin wollte. Ja, wie kam es denn eigentlich, Sören? Also wie bist du auf Logic Lemon aufmerksam geworden? Ich habe damals, das war glaube ich 2021, also ist schon ein bisschen her, ich wusste, euch gibt es irgendwie und ihr macht irgendwas mit YouTube. Und dann habe ich einen Report bekommen mit einer Packung Gummibärchen, darüber habe ich mich richtig gefreut. Und dann ging es um das Thema Videomarketing und Vertrauen. Und irgendwo war das auch das, wo ich immer wusste, das ist super wichtig für Vertrauen, aber in dem Report war das so geschrieben, dass ich gesagt habe, es macht so viel Sinn, einen YouTube-Kanal aufzubauen, um bei der Zielgruppe Vertrauen zu wecken, die aufzuwärmen und so weiter. Das hat mich damals so krass abgeholt, dass ich gesagt habe, hey, das hat eh mit dem zu tun, was ich mache. Das macht so viel Sinn, ich muss das starten. Also damals war ich noch mit meinem einen Ex-Geschäftspartner leider im Unternehmen verwachsen und konnte da jetzt nicht sagen, wir machen das Training. Aber da hat es mir dann direkt in den Fingern gekribbelt und ich wollte direkt eigentlich mit YouTube durchstarten und da den Kanal aufbauen.
Okay, sehr stark. Ja, und also was war dann so ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, ich arbeite jetzt mit Logic Lemon zusammen? Das war eine alte Zusammenarbeit, wo ich dann zwischenzeitlich drin war. Das war nur für Videografen und ich dachte, hey, ich bin ja Videograf und die meisten, die sind spezialisiert auf Coaches. Wenn ich zu jemandem gehe, der nur Videografen und Fotografen macht, dann, also auch wieder so dieses Denken, das wird so die eine spezielle Methode mitgeben, die alles verändert. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so. Also irgendwie die Betreuung, die war auch schon 1:1, weil ich halt auf einem gewissen Level war, wo ein Gruppencoaching für mich einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich bin ins 1:1 Training und die ersten 2 Monate war es super. Und irgendwann war es so die Person, die, ich gönne jedem alles, aber wenn du in einem 1:1 Training bist und dein Coach postet, dass er meditieren ist, dass er Wein trinken ist in Kapstadt und so weiter und du seit 2 Tagen offene Fragen hast in der 1:1 WhatsApp-Gruppe, ist irgendwie nicht so schön. Und dann sage ich, okay, verstehe ich einfach nicht. Und da habt ihr mich in der Zeit perfekt abgeholt, weil ihr gesagt habt, hey, unser Support ist viel besser. Und das hat sich auch, ich habe ja jetzt verlängert, das hat nie nachgelassen. Und das muss man wirklich mal sagen, die Betreuung ist super nah und es wird auf einen eingegangen. Das, was ich vorher gar nicht hatte, habe ich dann bei euch bekommen. Das heißt, wenn ich mal eine Frage habe, die auch ein bisschen komplizierter ist, wo man nicht einfach mal in 30 Sekunden antwortet, bekomme ich trotzdem von euch oder meine Mitarbeiter, wichtiges Thema, ging in der Betreuung davor nicht. Bei euch ist ja mein ganzes Team drin und kann auch mal Fragen stellen, wenn ich unterwegs drehen bin. Und bei euch bekommt man wirklich meistens innerhalb von 1 Stunde, 2 Stunden am gleichen Tag eine Rückmeldung und nicht irgendwie, hatte ich auch vorher, da habe ich gesagt zum Beispiel, ja, ich cap gerade am Umsatz, das stört mich. Zusammengefasst war die Antwort irgendwie, ja, meditier mal mehr und konzentriere dich auf was anderes, weil ich so unzufrieden war mit der Situation. Und nach auch 1-2 Tagen habe ich diese Antwort dann erhalten. Also das war dann so der Grund, wo ihr mir suggeriert habt, hey, unsere Betreuung ist anders und habt auch das Versprochen gehalten. Ja, stark, vielen Dank für das Feedback. Also mir ist das zum Beispiel auch so ein persönliches Anliegen, weil wir haben ja selber auch schon Trainings gekauft und wenn man halt dann da irgendwie so einen Tag auf eine Antwort wartet, so auf eine lange, detaillierte Frage. Für so einen Daumen hoch Emoji. Exakt, und dann kommt so ein Daumen hoch. So, ja, okay, damit kann man halt nicht wirklich was anfangen. Und also weil ich die Kundensicht kenne, haben wir uns einfach vorgenommen, wir wollen das so machen, wie ich selber gerne hätte, wo ich sage, das würde ich mir wünschen, dass sich jemand Zeit für mich nimmt und wirklich ausführliche Antworten gibt. Dafür bin ich ja dann auch gerne bereit zu zahlen, aber also Support muss halt stimmen. Auf jeden Fall. Also da würde ich dann halt auch sagen, da sind mir dann auch x Umsätze in Millionenhöhe, egal, wenn ich meine Kunden nicht voranbringe und ich könnte nicht in den Spiegel schauen und das würde mich selber einfach nerven. Also das ist jetzt eigentlich so ein Nebengleis, aber ich finde das total interessant, weil ich habe den Eindruck, dass gerade in dieser Online-Marketing-Bubble, ja, dass da viele Teilnehmer sind, die viel versprechen, mhm, und also bei denen es wirklich nur um Umsatz geht. Ja. Aber die dann häufig mal das Fulfillment vergessen und eigentlich sind dann die Kunden nicht so wichtig. Das ist ja gerade in der Bubble, wie du es gesagt hast. Also ich merke das erste Mal, dass Leute skeptisch sind, richtig hart bei Agenturen generell und auch Videografen, dass nicht geliefert wird. Also das kannte ich vorher nicht. Ja, also quasi verbrannt durch die Bubble, so durch andere, genau, Marktteilnehmer. Genau, dass ich zum Beispiel dann am Telefon sage, der eine hat gefragt, wie lange braucht es denn, bis ich das Video im Postfach habe, ja, 1-2 Wochen. Nee, das hat der Letzte auch gesagt und der davor auch und dann hat es 3 Monate gedauert. Also ein Zahlenstrahl, den ich mir nicht mal vorstellen kann und ich höre das mittlerweile regelmäßig. Also einmal im Monat sagt mir irgendwer, ja, ich habe ein paar Monate gewartet, bis ich das Video bekommen habe. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt überlegt, bei einem Anbieter zu buchen, wie kann man denn abschätzen, also liefert der wirklich? Oder ist es wieder jemand, der viel verspricht, aber dann kommt eigentlich nichts? Was jetzt natürlich mittlerweile auch im Markt irgendwo Standard geworden ist, Videotestimonial zum Beispiel, fang halt mal deine besten Kunden in einem ehrlichen Kundentestimonial ein, in Videoform und auch sehr qualitativ aufgenommen. Ich würde sogar so weit gehen heutzutage, diese Leute, die in einem Videotestimonial waren, ruf die ihm halt mal an. Kannst du die anrufen? Wie ist denn die Zusammenarbeit gewesen? Waren die wirklich so zufrieden und so weiter? Einfach mal anrufen und das fragen, was wichtig ist. Weil wenn du wirklich ablieferst, dann
kann man all deine Kunden anrufen und mal nachfragen. Also bei uns, das kann ich mit einem guten Gewissen sagen, du kannst jeden anrufen und selbst einer von 100 oder so oder zwei von 100, wo ein paar Sachen vielleicht nicht optimal gelaufen sind, haben wir immer geschaut, dass der Kunde trotzdem am Ende zufrieden ist. Und ich finde, das ist wichtig, also dass du halt nicht irgendwie dann alle zwei Jahre deine Handynummer wechseln musst, weil du irgendwie Mist gebaut hast, sondern dass du wirklich mit allen Leuten im Reinen einfach bist und abgeliefert hast. Ja, stark. Sehr, sehr gute Einstellung. Sören, hattest du denn vor der Zusammenarbeit Zweifel, dass wir dich so an dein Ziel bringen, insbesondere vielleicht auch mit den schlechten Erfahrungen, die du schon gemacht hast? Also es ist ja so, ich habe gesagt, hey, ich will immer in einem Coaching sein, weil nochmal jemand aus der Vogelperspektive auf mein Geschäft schauen soll. Also da habe ich immer die Wichtigkeit gesehen. Natürlich habe ich dann nicht so eine gute Erfahrung vorher gemacht. Tatsächlich davor auch ein Training nur für Videografen. Bei euch war die Sache, ich habe euch schon eine Weile verfolgt und habe mir sehr viele Videos angeschaut. Video ist sowieso im Kommen und ich bin sowieso von dem Medium überzeugt. Und da habe ich auch wieder gemerkt, hey, ich schaue aus ganz von alleine, auch unterbewusst, schaue ich automatisch die Videos, werde vorgewärmt und habe auch durch das Produkt, was ihr auch an die Leute bringen wollt, gemerkt, dass es auch bei mir funktioniert. Also das war dann auch eigentlich ganz entspanntes Verkaufsgespräch. Ich bin rein und es war eigentlich nur noch mal so ein nettes Gespräch. Ich wusste, ich kaufe halt. Ja, so soll es ja idealerweise sein. Also dass Interessenten dann direkt schon wissen, okay, hier bekomme ich diese Leistung. Ich kann mir sicher sein, dass ich sie bekomme, weil ich hier glückliche Kunden zum Beispiel auf dem Kanal sehe. Und ich will das einfach haben. So, das macht ja Sinn. Ja. Aber natürlich, das hat sich über Wochen, Monate aufgebaut. Und ich habe nicht nur ein Video geschaut, ich habe mir mehrere angeschaut. Und dann halt über die Zeit halt dieses felsenfeste Vertrauen aufgebaut. Ja, ja, stark. Also im Prinzip genau das, was du schilderst, so aus Kundensicht, also wie deine Customer Journey bei uns war, das hören wir auch immer wieder von unseren Kunden. Also wenn man es einfach schafft, so gute Videos zu produzieren, die einfach mal das Angebot besser erklären, die einfach mehr Vertrauen aufbauen, wenn man Kundenstimmen hat, so wie diese hier zum Beispiel, dann sorgt das einfach dafür, dass Leute schon so viel mehr Vertrauen haben, so viel besser verstehen, was das Angebot macht. Und was dann wegfällt in Verkaufsgesprächen, ist halt häufig dann diese Einwandbehandlung, dass Leute sagen so, ja, aber ich weiß nicht so ganz, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Oder ich habe da noch einen anderen Anbieter, das wollte ich mir auch noch mal anhören. Jeder kennt das hier, die ganzen Einwände, die man so hört. Also insofern genau das macht ja eigentlich ein YouTube-Kanal. Und ich finde, das macht auch Sinn, weil wenn du auf ein Date gehst, da ist das nichts anderes. Du musst erst mal schauen, ob man zueinander passt und so weiter. Du gehst ja nicht auf ein Date und sagst, okay, wir heiraten jetzt oder so. Das wäre ja total bescheuert. Und genauso will ja auch der Kunde erst mal gucken, passen wir zusammen? Kann der mir wirklich helfen? Hat der schon wem in meiner Situation weitergeholfen? Und wenn die Punkte passen, dann gibt es keinen rationalen Grund, zumindest dann halt nicht zusammen zu starten. Ja, ja, sehr guter Punkt. Und das ist ja auch im Prinzip etwas, wo ihr eure Kunden aber unterstützt, das umzusetzen. Genau, dass wir unseren Kunden systematisch helfen, wirklich mal Videos rauszubringen, Content-Marketing zu betreiben, ihre zufriedenen Kunden zu zeigen, wo wir auch Kunden-Events zum Beispiel auch begleiten. Da hast du halt viele zufriedene Kunden an einem Punkt. Also das ist für Coaches, Agenturen eine Goldgrube, so Kunden-Events, das ist wirklich krass. Weil viele sagen, okay, das Thema Video-Marketing, egal ob es jetzt Social Media ist, ob es Kundentestimonials sind, für viele ist das noch irgendwie so ein großer Berg, den da vor ihr steht und den sie irgendwie nicht angehen wollen und sagen, ja, ich mache lieber irgendwie, ich will mich ja nicht zeigen vielleicht. Also da gibt es ja ganz viele Einwände. Und ich mache das einfach selber. Dann sitzen sie mal irgendwie abends nach der Arbeit vor der Kamera und sprechen irgendwas ein, was nicht so gut ist, ärgern sich, dass dann kein richtiges Video entstanden ist und verpulvern die ganze Zeit Stunden an Arbeit, anstatt sie mal sagen, okay, ich mache das jetzt mit einem professionellen Partner und komme in dem Bereich mal wirklich voran. Deswegen sieht man auch bei den meisten Leuten nicht regelmäßig Content. Ihr seid einer der wenigen, die das hinbekommen. Ja, ja, das stimmt. Also auch ein weiterer Einwand, den ich häufig höre, also so durch die Blume zumindest ist, ja, ich mache erstmal alles andere, ich mache erstmal noch Facebook und ich mache erst noch LinkedIn und schreibe da jeden Tag irgendwelche Texte oder sowas. Weil bis sich YouTube zum Beispiel auszahlt oder Videos, das dauert ja Wochen und Monate und Jahre vielleicht sogar. Was sind so deine Erfahrungswerte? Also ihr betreut ja einige Leute, ihr dreht ja die Videos für sie. Mit was können die rechnen, deiner Erfahrung nach?
Wir haben einen Kunden, bei dem hat auch ein bisschen das Wetter mit dazu beigetragen. Die machen Hochwasserschutz. Und da haben wir zum Beispiel den YouTube-Kanal aufgebaut, dass mal wirklich die Leute einen Anhaltspunkt haben, weil diese Unternehmen, die sind auch nicht so, sage ich mal, am Zahn der Zeit. Und jetzt haben die endlich mal auf YouTube gescheite Inhalte, die sie nachschauen können, wie, was ist, wenn mein Keller voll Wasser ist, wie handle ich, was mache ich, wenn ich keine Versicherung habe, wie schütze ich meine Kellerfenster. All sowas haben wir aufgenommen und auf YouTube gestellt und die sammeln richtig gut Klicks, weil die Leute danach schauen, die sind besorgt, die wollen mal jemanden, einen Fachmann haben, der ihnen was erzählt und auch nicht nur ein bisschen oberflächlich, sondern wirklich richtig Wissen mitgibt, dass die Leute auch sehen, hey, das ist mein Mann. Und deswegen, obwohl so ein Business eigentlich sehr lokal ist, haben die Kunden in ganz Deutschland, weil die anderen Unternehmen das halt nicht machen und er zieht gerade an allen anderen vorbei. Wir haben zum Beispiel auch noch Ads zusätzlich gemacht und gerade da, wo es jetzt im Sommer so krass geregnet hat, hatten wir halt über 300 Anfragen in 2 Wochen. Wie viel es jetzt sind, weiß ich nicht. Natürlich ist das jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das ist jetzt nicht Standard, dass man mal Ads macht und irgendwie 300 qualifizierte Anfragen bekommt. Die sind auch ausgebucht das ganze Jahr. Also die sind noch am Hinterherrennen und das alles am Abarbeiten. Aber da sieht man mal, was du erreichen kannst, wenn du wirklich mal Videos machst und Mehrwert mitgibst und zeigst, hey, ich bin der Experte. Gut, die Videos müssen auch noch was aussehen, aber das zeigt das, die Macht von Video. Ja, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungswerten. Also sobald man mal eine Handvoll Videos auf dem Kanal hat, die einfach das Angebot erklären. So, also die, du hast ja vorher schon angesprochen, was so die Themen da entsprechend bei eurem Kunden waren. So, dann konvertiert das extrem schnell. Ich meine, Leute suchen ja nach dir. Also wenn du Ads schaltest, wenn du Leute auf LinkedIn anschreibst oder auf Facebook oder auf Events oder so, die googeln ja deinen Namen. So. Und wenn sie da nichts finden, dann konvertiert es halt einfach lang nicht so gut, als wenn da ein paar Videos wären. Also insofern sieht man da eigentlich sogar extrem schnell einen Return. Ich meine, selbst wenn du googelst und der hat eine coole Website, es ist schwierig, Persönlichkeit drüber irgendwie rüberzubringen. Wenn man jetzt halt dieses Video jetzt von uns hier sieht, dann wie spricht der Typ, wie verhält er sich, ist der mir sympathisch? Da kann ich ja viel mehr über ein Video meine Schlüsse ziehen, als wenn ich jetzt auf irgendeinem Foto sehe. Also damit ist es halt nicht getan heutzutage. Und eine Website heutzutage ist wirklich das Allermindeste. Ja, richtig. Seit wir unsere Zusammenarbeit gestartet haben, Sören, was hat sich denn eigentlich alles bei euch im Unternehmen geändert? Also erstmal, was ich vorhin erwähnt hatte am Anfang, dieses Gewusel mal rauszunehmen. Hey, du musst jetzt nicht das machen, sondern du machst das, dann das. Das eine kommt auch erst später. Also diese Klarheit reinzubekommen, was man jetzt wirklich Step by Step macht und sich darauf konzentrieren kann, weil sonst, wenn man 100 Sachen im Kopf hat, dann ist man wieder am Prokrastinieren und überlegt, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Und du kommst gar nicht richtig mal rein, die Sachen, die du wirklich machen sollst, zu dem richtigen Zeitpunkt wirklich in Angriff zu nehmen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir halt viel größere Defizite haben, zum Beispiel im Vertrieb, dass wir da dachten, wir hätten ein System drin, haben wir nicht. Da sind wir jetzt in der Zusammenarbeit Gott sei Dank auch dran, richtige Systeme reinzubekommen. Und haben wir eigentlich in allen Bereichen, also auch was Marketing angeht, da Struktur reinzubekommen. Und wenn man noch ein Einzelkämpfer ist, dann geht das irgendwie, aber speziell, wenn man jetzt so viel unterwegs ist wie ich für unsere Partner und du hast kein System hinten dran, dann fängt es an, ein bisschen das Kartenhaus zu wackeln, wenn du ein Team hast. Da bin ich sehr froh, dass wir da jetzt auch dran sind, dass das einfach besser von alleine läuft. Genau, also was du gerade angesprochen hast, wir kommunizieren das normalerweise nicht so sehr nach außen, aber also nach außen sagen wir unterstützen bei YouTube, aber letzten Endes geht es ja darum, dass man mehr Umsatz macht, dass das Unternehmen wieder mehr Spaß macht. Ja, es ist wirklich viel mehr als YouTube. Gerade die Themen, die du angesprochen hast, Vertrieb ist zum Beispiel auch echt nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Was bringen einem Leads, wenn man sie halt nicht so gut dann abschließen kann? Bringt halt überhaupt gar nichts. Und auch da, was ich vorher meinte, wieder in die Aufwärtsspirale zu kommen, dass man sagt, hey, ich muss nicht jeden Kunden annehmen, sondern ich erhöhe einfach die Preise oder komme wieder zu alten Preisen zurück, weil manchmal verrennt man sich im Tagesgeschäft, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann
Einfach um im Buchhaltungsprogramm, wie ich vorhin meinte, mal einen anderen Peak zu sehen, nimmst du auf einmal Kunden an, die du vorher gar nicht angenommen hättest. So. Und da habt ihr dann auch gesagt, was ist denn das jetzt hier bei Produkt A oder B, was sind denn das für Preise? Und dann ist mir da auch wieder aufgefallen, stimmt eigentlich, also macht gar keinen Sinn. Sören, was würdest du denn sagen, war so im Laufe der Zusammenarbeit so das größte Erfolgserlebnis für dich? Ich würde schon sagen, jetzt der Rekordmonat, der Juli auf jeden Fall, weil ich so gesehen habe, okay, da geht es mir gar nicht um das Geld, sondern weil mir ist auch das Fulfillment super wichtig. Und natürlich waren wir auch ziemlich am Rennen in dem Monat und auch noch den Monat danach. Aber mal wieder zu sehen, okay, es ist viel mehr möglich, als man denkt. Weil ich sag mal, gerade bei uns ist es so, das Fulfillment ist ziemlich aufwendig. Und dann denkst du, nur weil der Monat voll ist mit Aufträgen und das Fulfillment nicht mehr annehmen kann, ist da auch der Umsatzcap, aber das stimmt gar nicht. Sondern wenn du die Preise erhöhst um 25%, stehst du wieder wo ganz anders mit dem gleichen Aufwand. So, und das hat mir dieser Monat gezeigt und das war auch schon rückblickend. Im Monat habe ich selber nicht verstanden, weil ich einfach am Machen war. Aber im Nachgang wieder zu sehen, hey, das ist möglich mit der Agentur, dann geht da auch noch viel mehr. Ja, das ist stark. Also manchmal muss man sich halt auch einfach selber beweisen, dass man durch diese gläserne Decke durchbrechen kann. Und dass es dann eben diese weiteren Schritte zur Skalierung gibt. Das ist ein bisschen so wie diese 4-Minute-Mile. Diese Geschichte ist ja ganz bekannt von Roger Bannister. Man hat lange geglaubt, es wäre unmöglich, eine Meile in unter 4 Minuten zu rennen, bis es dann einer geschafft hat, Roger Bannister eben. Und auf einmal direkt im nächsten Jahr haben es 5 Leute oder 10 Leute geschafft. Und so ist es ja auch im eigenen Business. Wenn man sich einmal bewiesen hat, hey, ich kann das schaffen, dann weißt du ja jetzt im Prinzip auch, ich kann es schaffen, dass konstant 50.000 Euro reinkommen. Aber warum nur 50? Warum nicht 60? Warum nicht 80? Warum hier nicht möglicherweise den Max die goldene Zitrone für 100.000 Euro im Monatsumsatz? Ja, ganz genau. Ja, das ist wirklich ein gutes Erfolgserlebnis. Ja, wenn du mal so zurückschaust auf unsere bisherige Zusammenarbeit, was war denn da so die größte Erkenntnis für dich? Größte Erkenntnis ist nicht so einfach zu sagen, aber ich würde es Bestätigung nennen. Die Bestätigung, dass es wichtig ist, dass jemand Drittes, so wie ihr, über das Geschäft schaut, weil ich dann halt vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen habe. Und gerade da ist es wichtig, dass mal jemand sagt, hier, guck mal, es liegt an da und daran, warum machst du nicht das? Und dann ist es auf einmal glasklar, ja, warum habe ich das nicht früher gemacht? Das hat mir jetzt diese Phase wieder gezeigt, wie wichtig einfach eine dritte Partei ist, die einen besseren Überblick hat als du, weil du das halt jeden Tag machst, um da wieder in die richtige Richtung zu fahren, weil du vielleicht komplett vom Weg abgekommen bist, aber es selber gar nicht richtig checkst. Ja, das ist so ein guter Punkt. Also ich glaube, das gilt eigentlich für jeden. Es ist eigentlich egal, wie groß die eigene Expertise ist. Manchmal braucht man ja diesen Blick von außen. Das ist ja auch so, zum Beispiel jeder Profisportler hat einen Coach. So, ich meine, die können besser Fußball spielen als jeder hier auf diesem Planeten, aber trotzdem haben sie nochmal einen Coach, weil der diesen Blick von außen hat. Also ich habe den Eindruck, es ist eigentlich sogar ein Zeichen von Stärke, wenn man sagt, ich weiß, dass ich nicht alles weiß und alles sehe und ich hole mir strategisch jemand dazu, der mir hilft, meine Blindspots aufzudecken. Ich denke auch, wenn du nicht dieses Mindset hast und sagst, ich weiß alles, ich brauche keine Hilfe, dann wirst du definitiv nicht über einen gewissen Punkt kommen, weil man kauft sich ja in gewisser Weise Wissen von euch ein. Und wenn du sagst, du holst dir nie von außen Wissen ein, weißt alles besser, dann wirst du nur unnötig viele Probleme haben. Was mir auch vor allem einfällt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt ein Coach für mich gerade das Richtige ist. Man kann ja nicht viel verlieren. So, wenn man überlegt, dafür gibt es ja auch das Erstgespräch, dass man mal miteinander wirklich redet und nicht nur rumspekuliert und auch mal diese Fragen stellt, die man hat. Kann dieser Coach darauf antworten? Hatte der diesen Fall auch schon mal bei seinen Kunden? Und dann, ich kriege ja nicht die Knarre an den Kopf gehalten und kriege gesagt, entweder dein Hirn oder deine Unterschrift landet jetzt auf dem Vertrag und habe da die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und wenn es passt, dann startet man zusammen. Wenn es nicht passt, dann sage ich, gut, dann Ich gehe jetzt mal aus dem Zoom-Gespräch raus oder aus dem Telefonat, du kannst mir nicht helfen. Ist fein. Genau, also darum geht es ja auch am Ende des Tages. Im Prinzip, unsere Gespräche sind ja auch so aufgebaut, das ist ja wirklich eine Beratung.
Und wenn wir dann feststellen, wir können da gar nicht helfen, dann sagen wir das auch. Weil was würde es denn bringen, jemanden anzunehmen, dem man nicht helfen kann und man weiß das einfach Diese Leute gibt's. Aber also du machst dir damit so große Probleme, weil dann hast du einfach unzufriedene Kunden. Die wollen dann raus aus dem Vertrag, die hetzen dann vielleicht andere Kunden mit auf, die erzählen schlecht über dich. Das ist einfach so kurz gedacht. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Sollte man meinen, aber ich habe jetzt bald schon 10 Gespräche mit Leuten geführt, die in einer anderen Beratung sind, wo die so unzufrieden sind, wo denen auch das Blau vom Himmel versprochen wurde und dann nicht geliefert wurde. Also du musst dir wirklich vorstellen, die Dunkelziffer muss ja viel höher sein, wenn ich sogar schon mit 10 Leuten gesprochen habe, ja, ist richtig. Die unzufrieden sind, die wissen, ich war da auch unzufrieden und bin da wieder raus und habe mit 10 Leuten gesprochen. Wie hoch ist die Ziffer von Leuten, mit denen ich gar nicht gesprochen habe, die raus wollen und sich nicht trauen oder anderweitig rausgegangen sind, von denen ich nichts weiß. Also stelle ich mir auch nicht schön vor, jede Woche mehrere Stornos zu bekommen. Und also da kommen ja eigentlich auch dann wieder die YouTube-Videos ins Spiel, weil dann man kann ja dann einfach mal prüfen, wie kommt man denn die Person vor? Ja. So, es ist ja, glaube ich, nicht möglich, dass sich jemand einfach komplett verstellt über Dutzende oder Hunderte Videos hinweg, über Interviews, die eine Stunde gehen oder so. Zumindest sehr anstrengend, sehr, sehr, sehr anstrengend und ein bisschen psychopathisch. Ja, das wird schwierig. Da kriegt man dann schon ein ganz gutes Bild. Vielleicht keine 100%ige Sicherheit, aber wo gibt's die schon? Sören, was ich gerne noch wissen würde, welches Ereignis so im Rahmen der Zusammenarbeit ist dir denn eigentlich so besonders im Gedächtnis geblieben? Gab's da irgendwas? Auch schwierig zu sagen. Erstmal, alle Kundenevents von euch fand ich immer sehr, sehr gut, wo wir auch eins schon begleiten durften. Aber was euch abhebt, ist einfach diese Kundennähe. Also erstmal überhaupt, dass man so schnell Antworten bekommt. Aber dass ihr euch nicht zu schade seid, mal mit Kunden essen zu gehen vor Ort. Manche, zum Beispiel auch die eine Zusammenarbeit, die ich vorher erwähnt habe, da war es so, da ging es um eine Mastermind in Kapstadt. Und ich wollte was abklären, ich wäre dafür berechtigt gewesen, wusste aber schon, es wird sich nicht so gut um mich gekümmert. Ich möchte mit diesem Coach nochmal sprechen vorher, 1:1. Nicht mal lange, 5 Minuten. Und dann wurde gefragt, warum ich denn jetzt telefonieren will und geht halt nicht, keine Zeit. Und das fand ich echt super schade. Bei euch ist das ganz anders. Ich sage zum Beispiel, wir haben gerade das und das Problem, wir wissen gerade überhaupt nicht weiter, zack, kriege ich einen Anruf oder so. Oder halt, wie gesagt, dieses Essen gehen, dass man sich wirklich nicht irgendwie, dass man nicht sagt, hey, ich bin Coach XY, ich bin der Allerheiligste, sondern hey, ich bin auch ein Mensch und ich nehme mir die Zeit für meine Kunden und gehe mal mit denen essen. Wir sprechen mal in Ruhe die ganzen Probleme durch, face to face und so weiter. Das habe ich so woanders noch nicht gesehen. Und das macht es für mich extrem besonders. Ja, stark, danke für die Rückmeldung. Also ich mache das auch immer sehr gerne, weil wenn man sich ein Business baut, dann denke ich, macht man das ja klar, um Geld zu verdienen, aber halt nicht nur, sondern das Leben, das man sich so baut, das soll ja auch lebenswert sein. Und ich glaube, hier kommt es dann wieder ins Spiel, gerade wenn man Kunden annimmt, mit denen man auch gerne arbeiten möchte und halt die anderen nicht, dann macht das super viel Spaß. Also wenn man weiß, hey, wir wohnen hier in der Nähe, komm, lass uns doch einfach mal beim Essen treffen, dass man einfach nochmal mehr helfen kann, dass man einfach nochmal mehr schaut, ja, wo ist denn jetzt eigentlich wirklich der Engpass, an welchen Stellschrauben muss man drehen, das ist total cool. Also es macht ja einfach Spaß. Macht halt auch echt einen extremen Unterschied, ob man dann halt mit den Kunden harmoniert oder nicht. Also ist dann halt alles viel einfacher, wenn es einfach passt. Ja, Sören, wem könntest du denn jetzt, so mit der Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten circa 2 Jahren, wem könntest du denn eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Es ist, glaube ich, eher zu beantworten, für wen es nichts wäre, weil das Thema YouTube gehört mittlerweile auch zum guten Ton. Ich habe mich auch selber dabei erwischt, dass ich dann schaue, hat dieses Unternehmen, der Coach, die Agentur, der Dienstleister was auf YouTube? Ja oder nein? Weil ich mittlerweile, du hast ja in jedem Segment so viele Anbieter, dass du, die wirken alle gleich und so. Und deswegen durstet man als Interessent danach mal Videos zu sehen, mehrere Videos. Und ich finde, man kann sich das heutzutage, egal ob es Coach, Berater, Agentur, Dienstleister ist, gar nicht mehr erlauben, nicht mit YouTube durchzustarten. Deswegen würde ich es wirklich jedem empfehlen, der in unserem Markt tätig ist, auch
sage ich mal, klassische Unternehmen aus dem Mittelstand. Wahrscheinlich können gerade die noch mal richtig herausstechen, wie unser eine Kunde mit dem Wasser, Hochwasserschutz, weil da macht niemand was digital mit Video. Und eigentlich sollte das schon für alle Standard sein, mit YouTube durchzustarten und da das Angebot zu erklären. Ja, stark. Also im Prinzip ist es ja wie so das, was die Website vor 10 Jahren war. Die ersten Leute haben damit angefangen, so ob sich das durchsetzen wird mit diesen Websites. So, und heute ist es halt einfach so klar, es gehört dazu. Und wer keine Website hat, der lässt so viel einfach liegen, was gar nicht sein müsste. Klar kannst du sagen, nö, ich mache halt keinen YouTube-Kanal und so weiter. Jetzt sage ich mal, in meiner Unternehmerspanne, wo ich jetzt aktiv bin, habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Unternehmen untergehen sehen, einfach aus Gründen der Nichtsichtbarkeit. Und da kann ich jetzt wirklich mittlerweile sagen, dass die fehlende Online-Präsenz dein Ende sein kann, gerade in Zeiten, wo sich so viel ändert. Ich meine, seit 2020 wissen wir, da kann so viel passieren. Und wenn du nicht digital online richtig aufgestellt bist mit gutem Marketing, dann funktioniert es schneller nicht mehr, als du denkst. Auch der Punkt von vorhin, wo ich gemeint habe, man kann ja auch erstmal in das Erstgespräch kommen. Also ich würde die Zusammenarbeit mit euch wirklich jedem empfehlen. Und wenn man Zweifel hat, die Erfahrung habe ich ja mit euch auch gemacht, man merkt, euch sind Kundenergebnisse wichtig. Das heißt, da wird ja nicht jeder wie bekloppt reingeclosed, sondern passt der auch zu uns. Vielleicht wollt ihr den ja gar nicht. Und einfach bedarfsgerecht verkaufen, das ist das, was ihr macht. Und das merkt man auch. Das heißt also, selbst wenn man da Zweifel hat, ins Gespräch gehen und schauen, passen wir nicht, man kann nichts verlieren. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, Sören. Fand ich hammergut. Und jetzt müssen wir einmal noch offiziell den Award hier überreichen, den du dir auch redlich verdient hast. Also von 25.000 auf über 50.000. Damit hat man sich auf jeden Fall hier eine silberne Zitrone verdient. Vielen, vielen Dank, Jonathan. Was mir da noch wichtig zu sagen ist, es ist ja normal in unserem Markt, dass man über Auftragsvolumen spricht. Das heißt, man schließt, weiß ich nicht, jetzt irgendwie 100.000 ab in einem Monat, aber der Cashflow wird dann über ein ganzes Jahr, sage ich mal, ausbezahlt. Und bei diesen 50.000 ist es so, dass wir fast ausschließlich in diesem Monat diese Aufträge hatten, teilweise noch ein bisschen im nächsten Monat geschnitten, aber die wurden alle abgedreht in dem Monat und waren auch alle fast in dem Monat beendet. Also nicht einfach Auftragsvolumen, was wir jetzt bis Juli 2024 ausbezahlt bekommen. Da ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ja, das ist eine starke Leistung. Und dann, Sören, lass uns doch daran arbeiten, jetzt im nächsten Schritt an der goldenen Zitrone, dann für die 100.000 Euro im Monat. Super gerne. Vielen Dank, Sören. Gerne, Jonathan.